Ich bin Daniel. Zusammen mit meiner Frau lebe ich in einem kleinen idyllischen Dorf in Norddeutschland. Gerade jetzt fällt es mir besonders schwer, nicht an ihrer Seite zu sein. Meine Gedanken sind immer bei ihr. Laute, schrille Geräusche reißen mich plötzlich aus dem Schlaf. Ich höre, wie viele Menschen durch den Flur eilen. Ich versuche, Ruhe zu bewahren und ziehe mich an, verlasse mein Zimmer und folge den anderen Hotelgästen in Richtung Ausgang. Zum Glück sind die Rettungskräfte schnell vor Ort. Die Löscharbeiten verlaufen routiniert und reibungslos. Ich bin froh, dass sich alle in Sicherheit bringen konnten und niemand zu Schaden gekommen ist. Da erreicht mich dieser Anruf, der mir so viel bedeutet. Jetzt möchte ich nur noch auf dem schnellsten Weg nach Hause. Auf dem Heimweg habe ich etwas Zeit zum Durchatmen. Das Geschehene macht mich schon etwas nachdenklich. So etwas kann ja eigentlich überall passieren. Egal, ob in unserer Freizeit, im Job oder auf Reisen. Ich bin erleichtert, dass es mir gut geht und freue mich nun auf meine neue Verantwortung. Auf der Fahrt zum Krankenhaus steigt meine Vorfreude. Ich kann es kaum erwarten, wieder bei meiner Frau zu sein. Endlich angekommen. Ich kann unser Glück noch gar nicht fassen.